Hat jemand von euch schon einmal Erfahrungen mit Sexualität oder Liebe gehabt? Nicht, oder? Okay. Ich habe jetzt die große Liebe meines Lebens erlebt. War ein recht kurzes Vergnügen eigentlich. Ich meine, es hat nicht so gut funktioniert. Ist hauptsächlich an ihr gelegen, kann man sagen. Ich meine, vielleicht hat es an mir gelegen. Bin gerne im Mittelpunkt und interessiere mich nicht so für andere Leute. Ja, aber jetzt passt es eh wieder. Es war eine schwere Zeit, ich habe Tuba gespielt die ganze Zeit. Was sie gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube so Astrophysikerin oder so. Schauspielerin, Friseurin, irgendwas, ich weiß nicht. Aber ja, eben wie gesagt, jetzt passt es eh wieder. Sie redet halt nichts mit mir und blockiert mich auf Instagram und so. Aber ich meine, es ist halt ihre Art, mit der Trennung umzugehen. Ich bin eben mehr so der kreative Typ, mehr so der Künstler. Ich möchte schreiben einfach ein Liedl, oder? Italienischer Opa ist es keine geworden. Ja, so heißt meine geschissene Ex-Gattin. Es gibt einen Mitmachteil, Achtung. Die Damen dürfen gerne singen Gatte, wenn ihnen das lieber ist. Haben sicher auch schon ihre bezeichnenden Erfahrungen gemacht. Und worauf wollte ich hinaus? Ah ja, ich wollte mal so Animator werden, es war nicht zu abstrakt, anscheinend meine Show am Ballermann. Woche soll da in Österreich, ist zwar kalt, aber geht schon los. Ich tue gern baden und Fahrrad fahren. Die Zähne putzen, ja, und den Mehlspeis essen. Aber was ich nicht mag, ist meine geschissene Ex-Gattin. Ich tue gern malen, Bananenschalen. Ja, emotional bin ich vielleicht ein bisschen schwierig, aber schon bemüht, gell? Ja, was ich nicht mag und alle ist meine geschissene Ex-Gattin. Ich sitz mich hin und beim Brunzen ich schau Romanzen, ja, Bettwanzen. Na, was ich nicht mag, oh, ist meine geschissene Ex-Gattin. Ich bin romantisch und allgemein. Ja, du bist genauso, aber deswegen war es ein bisschen schwierig mit uns. Ja, was ich nicht mag, ist meine geschissene Ex-Gattin. Achtung, jetzt kommt die überraschende Wendung. Dauert noch ein bisschen. Jetzt kommt's gleich. Du bist so schön und auch so lieb. Ich bin noch immer in dich verliebt. Ja, was ist so gern mag? Bist nur du. Ja, ist ja wurscht. Auch andere Mütter sind schön. Ja, die Liebe, gell? Sie kommt und geht. Ja, jetzt ist es aus, es ist vorbei. Nie wieder die ganze Streiterei. Ja, was ich so gern mag, ist ein steirischer Backhändelsalat. Meine Liebe, der steirische Bockhändler-Salon, die Ex-Gattin. Dankeschön. Dankeschön.
Dankeschön.